Gott Vater, Heiliger Geist, Jesus, all ihr Heiligen, ich bitte so sehr um Hilfe für eine neue Sicht, für eine neue Welt, für ein neues Denken. Ich will die Welt von allem losmachen, wofür ich sie hielt. Meine Befreiung. Mögen alle Ideen schwinden, selbst die Idee von Gott. Ich komme mit leeren Händen zu meinem Vater und stelle mich einfach zur Verfügung. Ich bin Kanal für Gott, hier und jetzt, und mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Ich bin einfach Schatz Gottes. Mögen all diese Konzepte, Widerstände, Gedanken, Wirrwarr, dieses Vielerlei, hier noch, da noch, dort noch, da wieder scheinbar eine Störung, dort wieder ein Stopp, dort wieder eine Blockade, dort wieder ein Problem, dort scheinbar ein Konflikt. Was für ein Wahnsinn! Ich donner die ganze Zeit gegen meinen eigenen Wahnsinn. Ich will zurücktreten und ich will mich führen lassen, hier und jetzt. Heiliger Vater, da bin ich. Bitte nutze mich in deinem Sinne. Ich will still sein und nicht mehr meine alten Gedanken hier wahrmachen, mir sie selber um die Ohren schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin gekommen, um glücklich zu sein. Die Welt, die ich sehe, bedeutet nichts. Dieser Traum hier bedeutet nichts. Aber der Geist hat Bedeutung, nicht dieser Körper. Alles kommt wie von selbst mit. Übergib alles dem Heiligen Geist. Übergib Jesus all diese Ego-Körper-Gedanken. Du bist so geführt. Vertraue. Die Welt, die du gemacht hast, hat dir nichts zu bieten. Was denn? Du fällst immer wieder nur auf deine eigenen alten Muster, Glaubenssätze und Konzepte rein. Und bemerkst es noch nicht mal, ne, wie starr die sind. Na, du ahnst es vielleicht schon. Hey, du bist, wie Gott dich schuf. Schuldloser Sohn Gottes, Kind Gottes, erwache, erhebe dich, ströme all die Liebe, all das Licht aus, was du bist. Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Die Gegenwart ist jetzt die einzige Zeit, die übrig bleibt. Da ist nichts anderes. Immer wieder versuche ich selbst wieder zurückzuschauen, ne? Oder in die Zukunft vorzubrechen. Alles unter Kontrolle zu haben. Zu denken, so oder so müsste es sein, ne? Was ist Gottes Heilsplan? Was ist der Lehrplan des Heiligen Geistes? Dass du beständig gibst, ohne Unterlass. Und doch nicht nur unter Kussbrüdern. Da scheint es noch so leicht, ne? Sondern überall, wie schnell ich vergesse, ne? Wenn ich scheinbar woanders bin. Gott ist mit mir in jedem Moment. Und so auch jetzt. Weil das jetzt der Moment ist. Lass Gott durch dich wirken, durch dich strahlen.
Nichts anderes sagt dir der Heilige Geist. Sei da für Gott, so wie er für dich da ist. Kümmere dich nicht um deinen Körper. Geh über all die Schmerzen hinaus. Die Gegenwart ist jetzt die einzige Zeit, die übrig bleibt. Hier, in der Gegenwart, wirst du befreit. Hier im Jetzt, da wo Gott ist, da sei. Da sei. Also danke für dein Dasein. Danke, Bruder, dass du mit mir gehst, dass du da bist, weil das ist das, was wir brauchen, das Dasein, wirklich Dasein im gegenwärtigen Moment. Wirklich die Bilder herunternehmen, all diese Urteile, was uns immer zerteilt, ne? Zerfetzt in Gedanken. Ich will kein Urteil in deinem Geist sein, mein lieber Bruder. Ich will, dass du mich als ganz anerkennst. Das, was du bist, ganz, ganz in Gott und kein fragmentiertes Teil. Ja. Da müssen wir wirklich hinschauen, ne? Wie fragmentiert, wie zerfetzt denke ich noch, ne? Und zerstreue damit die unwahren Gedanken. Und erzähl dir nichts mehr, dass du dich schuldig fühlst. Schau dir diese Gedanken an und hör auf, dich schuldig zu fühlen. Das ist doch dein Lernen. Du bist unschuldig, das solltest du doch wissen. Das kriegst du jeden Tag gesagt. Also schau dir die Gedanken an und lass alles zusammenkommen, was dir von Gott gegeben ist. Nur das. Nur das zeigt dir dein wahres Zuhause. Und es zeigt dir, dass dir dein wahres Zuhause immer genau hier und jetzt gegeben ist. Weil da kannst du keine fetzigen Gedanken mehr haben. Es vereint sich alles zu diesem einen liebevollen Gedanken Gottes in diesem gegenwärtigen Moment, diesem heiligen Augenblick, deinem Zuhause, deine Basis. Deine Base oder deine Hut würden die Youngsters jetzt sagen. Ich höre meine eigenen Kinder durch mich sprechen. Ich liebe es. Alles sind so nah. Alles ist beisammen. Danke Gott, danke Gott für deine so tiefe Liebe zu mir. Immer wieder für dieses Durchspülen
deines Geistes, deines Gewahrseins durch mich für diese Reinigung, die mir so einen klaren Geist beschert. Die Welt an sich ist nichts. Dein Geist muss ihr Bedeutung geben. Und was du in ihr siehst, sind deine Wünsche, ausagiert, damit du sie anschauen und sie für wirklich halten kannst. Illusionen. Vielleicht meinst du immer noch, nicht du habest die Welt gemacht, sondern du seist ungewollt an einen Ort gekommen, der bereits gemacht war und schwerlich darauf gewartet hat, dass deine Gedanken ihm Bedeutung geben. In Wahrheit aber hast du genau das vorgefunden, wonach du Ausschau hieltest, als du kamst. Es ist einfach nur dein Lernen. Du hast dir diese Situation, diesen Film kreiert, um zu lernen. Um dich zu erinnern, was du in Wahrheit bist. Scheinbar habe ich mich schon länger in Gefilden herumgetrieben, wo ich einfach nicht hingehöre. Und das muss ich mir vergeben. Und solange ich mir das nicht vergeben habe, finde ich mich immer wieder in unmöglichen Situationen. Ne? Und teile eben fetzige Gedanken. Ne? Ich bin gerufen, den einen liebevollen Gedanken Gottes zu geben, der nur Ausdehnung ist. Überall hin, gleichermaßen. Ob mit Kurs oder ohne, spielt überhaupt keine Rolle. Dieses Ding hier ist genauso Illusion, ist einfach nur ein Hilfsmittel, ein Sprungbrett. Also klammere dich nicht, ne? Klammere dich nicht an Illusionen. Du täuschst dich nur selber. Schau dir deine Angst an. Das ist eine permanente Angst vor Liebe, ne? Vor dieser tiefen Nähe. Vor dieser Verbundenheit. Weil immer noch die Körperidee da ist, ne? Das, was uns scheinbar behindert. Möge ich zurücktreten, noch weiter zurücktreten. Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. All diesen Bildern, Wünschen, Vorstellungen, Fantasien, Begierden, Sehnsüchten, haben wollen, brauchen müssen. Das sind alles alte Spielereien. Das ist nicht das Denken mit Gott. So, schau dir das an und fühl dich nicht schuldig, dass diese Gedanken eventuell noch da sind oder immer wieder mal noch auftauchen. Es ist einfach nur eine Spielerei. Und dieses scharfkantige Spielzeug jetzt mal wegzulegen, wie schwer es mir fällt, ne?
Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Es gibt keine Welt losgelöst von deinen Wünschen. Und darin liegt deine letztendliche Befreiung. Du brauchst nur dein Denken über das zu ändern, was du sehen willst. Und die ganze Welt muss sich entsprechend auch verändern. Dies ist ein Kurs in Wundern. Geisteschulung. Du kannst die Welt nicht retten. Du kannst aber dein Denken über die Welt ändern. Über dich und die Welt. Lass Gott und nur Gott durch deinen Geist wirken. Und füge keine eigenen Ideen mehr hinzu. Das muss ich aber erstmal kapieren, ne? Welches da meine eigenen Ideen sind, ne? Ich kann es sehr wohl an meinem Wohlsein oder Unwohlsein erkennen. An meinem Frieden oder Unfrieden. Ideen verlassen ihre Quellen nicht. Dieses zentrale Thema ist oft im Textbuch vorgetragen worden und du musst es dir vor Augen halten, wenn du die heutige Lektion verstehen willst. Es ist nicht Stolz, der dir sagt, dass du die Welt gemacht hast, die du siehst, und dass es sich verändert, wenn du anderen Geistes wirst. Stolz aber ist es, der behauptet, du seist in eine Welt gekommen, die ganz getrennt von dir ist, die unzugänglich ist für deine Gedanken und völlig unabhängig davon, was du zufällig von ihr denkst. Es gibt keine Welt. Das scheint jetzt irritierend zu klingen, ne? Wenn wir von neuer Welt sprechen oder von der Welt Gottes. Es sind alles immer noch Ideen. Ne? Ich bin hier der Träumer und ich nehme mich hier als Träumenden wahr. Und ich kann mich nur ausrichten. Und das ist der Ruf des Vaters. Richte dich aus, erhebe dich, erhelle dich. Stehe auf, auferstehe jetzt. Öffne deinen Geist, geh durch diese Tür, weite dich. Weite dich, das ist alles. Lass die Gaben des Vaters durch dich strömen. Und dann weißt du nicht mehr, wo oben, unten, hinten, vorne ist, weil das alles überhaupt keine Rolle mehr spielt. Du bist einfach in Gott. Und mit diesem Geist gehst du, mit diesem Gewahrsein. Das ist das, was dich trägt und nährt. Das ist das, was dir Sicherheit und Schutz gibt. Und das gibst du, nur das. Oder willst du immer noch mit irgendetwas Stress haben? Willst du immer noch ein Problem? Willst du immer noch klagen? Es gibt keine Welt. Das ist der zentrale Gedanke, den der Kurs zu lehren versucht. Nicht jeder ist bereit, ihn anzunehmen, und jeder muss so weit gehen, wie er sich auf dem Weg zur Wahrheit führen lassen kann.
Und damit okay zu sein, zu sagen, ja, ich kann gerade nicht weiter. Ich spüre da Angst oder Dunkelheit oder was auch immer. Ich kann gerade nicht weiter. Hey, das ist doch okay. Nimm wahr, was ist. Sei froh, dass du es benennen kannst. Und geh weiter. Du kommst dir doch immer mehr auf die Schliche. Du öffnest dich doch immer mehr. Es lösen sich doch immer mehr diese fadenscheinige, scheinbar dunklen Wolken. Du entschleierst doch mehr und mehr. Also sei geduldig. Es ist nichts bedroht, wenn da immer wieder noch was auftaucht. Geh einfach weiter und tritt immer wieder zurück und wähle nochmal neu. Das ist doch dein Lernen. Du kommst dir immer näher. Und so mit allem, weil das alles deine Welt ist. Auch wenn hier steht, dass es keine Welt gibt. Ich bin Geist im Geiste Gottes. Da gibt es keine Welt. Heilen aber ist die Gabe derer, die bereit sind zu lernen, dass es keine Welt gibt und die diese Lektion jetzt akzeptieren können. Manche erfassen sie plötzlich auf dem Sterbebett und sie erheben sich, um sie zu lehren. Plötzlich bist du klaren Geistes. Plötzlich lässt du alles los und Gott wirkt durch dich. Total. Mein kleines Denken, mein altes Denken, meine Bilder, meine Konzepte, die verstopfen meinen Geist, ne? Und deshalb scheint es nicht kontinuierlich zu fließen. Das lässt du los. Wenn du auf dem Sprungbrett stehst und springst, du lässt los. Der Sprung in die Ewigkeit. Andere finden sie in einer Erfahrung, die nicht von dieser Welt ist und ihnen zeigt, dass die Welt nicht existiert. Denn was sie sehen, muss die Wahrheit sein. Und dennoch widerspricht es deutlich dieser Welt. Ich bin schon die andere Erfahrung. Ich bin doch mit Gott. Das ist schon ewig, ewig schon immer gegeben. Und mir dessen gewahr zu sein. Gott ist immer mit mir.
Diese Gegenwärtigkeit, nur diese Gegenwärtigkeit, das entfaltet so das Wunder. Und du siehst alles als ein Wunder und musst eben keine Geschichten mehr erzählen, was das Wunder sein könnte. Es spielt keine Rolle, ob du alles hast oder dir alles genommen wird. Es geht um deinen Geist. Bruder, erwache. Es geht um den lichtvollen, liebevollen Geist. Du segnest einfach immer nur und bist dankbar für alles. Für alles, wie es dir zeigt, wie es dir gezeigt wird. Du oder ich, wir haben kein Recht, das zu beurteilen. Nur der Heilige Geist kann es beurteilen und sollte es beurteilen. Die Welt kann mich in nichts bedrohen. Dieser Traum kann mich in nichts bedrohen. Geh mit dem, was dir gegeben ist. Gehe hin in Frieden. Egal, wie es sich zeigt. Das Wunder ist in deinem Geist, ist das Denken, das Schauen mit Gott oder dem Heiligen Geist oder Jesus. Es ist alles der eine gleiche Geist. Das ist das Wunder. Sieh das Licht in jedem, ne, diesen Funken, der sich erhebt zum großen Strahlen. Und dann sind Kranke geheilt, sind Tote auferstanden, weil das nicht mehr in deinem Geist existiert, weil es das in Gott nicht gibt. Und ich lasse es immer mehr. Ich will den Bruder, ich will den scheinbar anderen nicht mehr darauf reduzieren, auf diesen Körper. Ich will ihn nicht mehr missbrauchen. Für mein altes Denksystem. Naja, und solange ich scheinbar jemanden auf Krankheit, auf Tod reduziere, missbrauche ich ihn. Sehe ich nicht die Wahrheit. Verurteile ich ihn sogar dafür, dass er mir das zeigt, ne? Dass ich das noch so sehe. Und will es aber nicht wahrhaben. Und dann, ne, habe ich wieder fetzige Gedanken. Ich zerstückel alles und zerstreue es. Urteilen. Du bist, wie Gott dich schuf. Und kannst nicht zerteilen. Du kannst nur in Gott diesen einen liebevollen Gedanken hegen, diesen Gedanken der Einheit. Und damit gehe. Damit sei, weil damit bist du. Du bist, wie Gott dich schuf. Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Da ist kein Ort, an dem du leiden kannst und keine Zeit, die Veränderung in deinen ewigen Zustand bringen kann.
Wie kann eine Welt von Zeit und Ort denn existieren, wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf? Dein offener, wahrer, ausgedehnter Geist, der wir alle sind, Gottes Geist, ist außerhalb von Zeit und Raum und doch ist alles mit drin. Deine Welt existiert nur im Verstand. Es ist ein Bild in deinem Kopf. Das ist nicht die Wahrheit. Geh darüber hinaus, über all das, über deinen Körper, über Zeit und Raum. Geh durch diese Tür. Mächtiger Geist, der wir alle sind. Es braucht dein Auftauchen. Es braucht deinen Rückhalt. Es braucht deine Sicherheit. Es braucht deinen Schutz. Sonst fehlt mir etwas. Und somit einem jeden, weil alles verbunden ist. Dann ist Gott unvollständig. Ne? Und das kann nicht sein. Oder das kann nicht sein. Also muss ich diese Gedanken aufgeben. Also erkenne Gott, erkenne dein Selbst, erkenne die wahre Identität, das eine Selbst. Erkenne dich als Sohn Gottes an, in Gott. Es ist ein Fluss, ein Guss. Es ist nicht so, dass da der Vater steht und da der Sohn. Du erkennst das gar nicht. Du, wir sind Gott gleich. Mich, dich als der eine Geist. Wir können uns nicht unterscheiden. Alles Gott gleich. Du bist nicht zu unterscheiden von Gott. Du weißt um diesen mächtigen Geist. Und fürchtest dich davor, weil du immer noch glaubst, dass du etwas opfern musst, etwas aufgeben musst. Weil du immer noch an Illusionen festhältst. Das soll kein Urteil sein, kein Vorwurf, sondern Bruder, hey, erwache, schau hin. Diese Lernbehinderung muss aufhören. Ich spreche doch nur zu mir selbst. Ich lehre mich doch nur selbst. Alle sind gerufen, nur wenige sind bereit zu hören. Und dann auch noch die Schritte zu gehen. Ändere dein Denken über dich. Und deine Welt wird sich ändern. Schau mit Gott. Und wenn Gott für dich zu stark ist, na dann nimm Jesus. Ist vielleicht leichter. Oder den Heiligen Geist. Aber richte dich aus, öffne deinen Geist und halte ihn offen, so gut du kannst. Gottes Schöpfung ist in jeder Weise anders als die Welt.
Du bist nur Geist im Geiste Gottes, nur liebender und geliebter Geist. Wenn du denkst, denk mit Gott. Und denke so oft du kannst an Gott, bis du es klar hast und dich nicht mehr erinnern musst, weil es einfach so natürlich gegeben ist, es natürlich durch dich fließt. Aber solange ich das noch nicht klar habe, brauche ich eben diese Hilfestellung. Und damit okay zu sein. Bitte inständig. Schon gleich morgens, wenn du aufwachst. Bitte Gott um Hilfe. Stelle du dich einfach zur Verfügung. Sage ja. Sage ja, da bin ich. Und das muss die alte Welt ziehen lassen. Alle nichtigen Gedanken. Du willst nur mit Gott sein, unterwegs sein. Kommunikation mit Gott ist das wahre Leben, ne? Das ewige Leben. Also, wovor fürchtest du dich? Du bist doch in beständiger Kommunikation mit dem Vater. Befreie die Welt, befreie dich. Höre, es gibt keine Welt, weil sie ein Gedanke ist, der getrennt von Gott ist und dazu gemacht, Vater und Sohn zu trennen und einen Teil von Gott selbst loszubrechen, um so seine Ganzheit zu zerstören. Diese Fragmentierung, ne? Diese Zerstückelung, dieses Zerfetzen. Wie ein Reißwolf, ne? Das ist meine alte Welt, die ich mir als Schutzsystem scheinbar gemacht habe. Und jetzt will aber alles wieder zusammenkommen. Alles will sich erlösen, zusammenkommen, was zusammengehört. Eines Geistes sein. Deine alte Welt kann nicht wirklich sein. Es ist nur eine Idee. Und diese zu leugnen, leugne Illusionen und nimm die Wahrheit an.
Fürchte dich nicht. Du musst nichts aufgeben, du musst nichts opfern. Du bist schuld- und sündenlos. Es ist deine Welt, dein Zuhause. Leugne, dass du ein Schatten bist. Du erzeugst Schatten durch deine Angstgedanken und hast selbst Angst da vorne und glaubst, dass dir das jemand angetan hat. Und dann flüchtest du vor deinen eigenen Schatten. Naja, wenn ich diese Welt aufrechterhalte, na, die verfolgen mich bis ins Grab. Lass los, das bist du nicht. Das ist nur eine Idee. Wenn auch Gott selbst eine Idee ist. Dennoch, es ist meine Erlösung. Und ich lerne mehr und mehr darüber hinauszugehen. Über diese Ideen. Und ich komme mit leeren Händen zu meinem Gott. Leugne, dass du ein Schatten bist, flüchtig auf eine sterbende Welt geworfen. Befreie deinen Geist und du wirst eine befreite Welt erblicken. Wir befinden uns in der Wohnstadt, die unser Vater uns bereitet hat, zugleich mit ihnen. Mit all den Lebewesen. Und wir, die wir so sind, wie er uns schuf, möchte die Welt an diesem Tag losmachen von einer jeden unserer Illusionen, damit wir frei sein mögen. Befreie die Welt, deine wahren Schöpfungen warten auf diese Befreiung, um dir die Vaterschaft zu geben, nicht von Illusionen, sondern wie Gott in Wahrheit. Gott teilt seine Vaterschaft mit dir, der du sein Sohn bist, denn er trifft keine Unterscheidung darin, was er selbst ist und was immer noch er selbst ist. Was er erschafft, ist von ihm nicht getrennt und nirgends hört der Vater auf, beginnt der Sohn als etwas von ihm Separates. Du bist nicht von Gott zu unterscheiden. Gott gleich, mächtiger, so mächtiger, ewiger Geist. Ich, der ich bleibe, so wie Gott mich schuf, möchte die Welt von allem losmachen, wofür ich sie hielt. Denn ich bin wirklich, weil die Welt es nicht ist. Und möchte meine eigene Wirklichkeit erkennen. Bleibe darin so ruhig. Bleibe einfach ruhig. Bewahre die Ruhe. Bleib im Frieden.
Sei wach, sei ganz da. Und daran kann es keine Anstrengung geben. Selbst wenn dir vielleicht noch der Körper scheinbar etwas anderes zeigen will oder erzählen will, geh darüber hinaus. Geh über Müdigkeit, Depression, Sonstiges, was nicht von Gott ist, hinaus. Wir lassen uns sonst immer noch zu sehr beeindrucken, ne? Oder verwirren von unwahren Gedanken, von Gut und Böse, von der dualen Welt. Gott ist non-dualer Geist, eins gesinnt. Wisse, dass wir eins sind. Ob es dir hier vom Bild her passt oder nicht. Du bist mächtiger Geist und gehst über all das hier hinaus, über deine gesamte Welt, über das gesamte Universum, noch viel weiter. Und du beginnst mehr und mehr den Frieden Gottes, all diese Ruhe und Stille durch dich durchströmen zu lassen, hin zu allem und allem. In jeden Winkel hinein. Das ist der Segen, den du deiner Welt gibst. Und der Geist wird still verändert. Und Heilung ist gewiss. Wir werden immer nur gemeinsam befreit, weil alles eins ist. Weil du ich bin, wir eins sind. Weil das scheinbar meine Idee von Welt ist. Die ich jetzt vollständig berichtigen lasse. Also, gib dein gesamtes Ego-Denksystem, deine alte Welt, dem Heiligen Geist und lass dich wandeln. Da kommt nur Liebe, Licht, Segen, Freiheit, Freude, Vertrauen, ewiger Frieden, ewiges Leben, tiefstes Vertrauen. Zu dir zurück.
Ich mache die Welt von allem los, wofür ich sie hielt. Amen. Ich sage Dank und bis gleich.